Ja, wir haben jetzt die 7 Zoll Modelle ausgepackt. Genau. Ich sehe gerade, du hast das Raymarine Dragonfly 7. Wie man es auf den ersten Blick schon sieht, viel größerer Bildschirm. Auf jeden Fall. Natürlich kommen wir jetzt auch in eine andere Preiskategorie der Geräte. Wir waren also gerade bei den 5 Zoll wirklich in der absoluten Einstiegskategorie. Hier geht es jetzt natürlich höher. Aber wir wollen mal gucken, was die Geräte können, wenn sie größer werden, wie es dann aussieht und wenn sie natürlich auch teurer werden. Aber da sollte man auch durchaus einen Unterschied sehen können. Ja, Dragonfly 7 Pro, damit fangen wir an. Das übernimmst du jetzt wieder und im Endeffekt stehen wir gleich schon gleich in die Führung wahrscheinlich. Absolut identisch, das kriegst du hin. Das kriege ich hin, denke ich dann auch. Super. Ja, ja, wie gerade auch, gehst du einfach durch Startmenü quasi durch. Akzeptiere ich das mal. Genau. So, jetzt fragt er mich wieder nach der Sprache, dann wähle ich wieder Deutsch aus. So, Einheiten brauchst du ja hier nicht konfigurieren, stimmt, weil vorgegeben kmh Meter Celsius passt schon. Weiter. Genau. Lernprogramm können wir überspringen. So, und jetzt hast du halt das große Kartendisplay, aber wollen wir ja in dem geteilten Modus fahren. Genau, das war auf den Pfeil. Sonar, Down Vision. Sonar, Down Vision. Und dann war das über OK. Genau. Anzeigeoption und die geteilte Ansicht von der horizontalen in die vertikale. Genau. Ja. Und siehe da, du wirst schon nach einer Minute flotter mit ja. den Geräten, weil sie recht einfach zu bedienen sind. Absolut. Ja. Die Menüführung hier ist, wenn man es einmal verstanden hat, ist wirklich ratzfatz. Ja. So, René wird uns jetzt wieder Richtung dem Versuchsobjekt fahren, fahren gerade drauf zu. Da. Da haben wir unsere. Wow. Schön. Perfekt. Super. Also das ist wirklich ganz klar und deutlich. Und dahinter dann die Plattform. Oben drüber steht sogar auch noch Fisch, wa? Ja, ja. Aber super deutlich zu sehen hier. Ja. In 2D hast du die Sicheln und auch hier. Down Vision hast du die drei Punkte. Toll. Also auch der Fisch im Übrigen, der Gummifisch, der jetzt quasi als Grundnaster steht, sieht man wirklich perfekt. Eindeutig zu sehen, auf jeden Fall. So, du hast es jetzt in der Hand, kannst du ja mal einmal in die Kamera halten. Wir haben das Lawrence Elite 7 Ti. Das ist also der größere Bruder von dem kleinen Fünfer, was wir gerade haben. Sieht man auch wieder direkt den Unterschied. Ja. Größerer Monitor. Viel größerer Monitor und auch hier Touchscreen-Bedienung. Und naja, die Einstellung ist wiederum die gleiche. Menüführung ist gleich, das machst du jetzt wieder. Der will jetzt seine Sprache wissen und damit fangen wir an. Alles klar. Genau, du hast ja gesagt, ich kann jetzt die Sprache einstellen. Genau, Deutsch. Dann wähle ich jetzt hier Dänisch, Deutsch aus. Ja. Genau, das Gerät bootet jetzt einmal neu, weil der quasi das gesamte Menü dann in Deutsch direkt zeigt. Dauert einen kleinen Moment. Und dann kommt wieder diese Funktion, die wir gerade auch beim 5er hatten. Konfiguriere dieses Gerät. Also bestätigst jetzt einmal. Und jetzt fragt er dich quasi nach der Konfiguration. Das kannst du wieder machen. Ich nehme mal den unteren, der ist am einfachsten. Da hast du Meter, Celsius etc. Ja. So, die Angeln sind am Sehen. Normales Fischen. Normales Fischen. Fertig. Und jetzt dauert es einen Moment, weil jetzt wieder die Datenquellen konfigurieren. Da sagst du okay. So, nochmal mit okay bestätigen. So, und jetzt bringt er quasi die Verbindung zum Geber und so weiter her. Jetzt hast du wieder den GPS-Bildschirm, den wir ja nicht wollen. Jetzt drückst du oben rechts die Taste Pages. So, und du hast jetzt hier schon im Menü wieder deine geteilte Ansicht. Genau, hier an der Seite. Dritte von oben. Genau. So, und auch jetzt haben wir hier wieder den Sidescan. Einmal aktivieren. Man sieht es übrigens, wenn so ein oranger Rahmen drum ist, ist das das aktive Fenster. Und hier kannst du die Ansicht verändern. Genau, und dann auf nach unten. Genau. Und jetzt oben wieder zurück. Und dann kann ich das rauswischen. Und jetzt kannst du das rauswischen. Genau. Ja, jetzt hast du aufs Display gewischt. Also, na, jetzt war ich daneben. Nochmal, nee, war richtig. Nochmal und jetzt nochmal. Jetzt ist er weg. Ah. So, super. Jetzt hast du quasi das geteilte Bild wieder hier. Links 2D. Und rechts ein Downscan, auch da
die Fisch-Reveal-Anzeige, sprich diese bunten Fischsicheln in dem Downscan-Bild. Wir haben hier gerade übrigens ganz interessant so ein paar schräge Linien. Das sind aufsteigende Gasblasen. Also man sieht sie hier ganz deutlich im 2D und auch da im Downscan. Das sind einfach die Luftblasen, die gerade bei den hohen Temperaturen hier vom Bodengrund auf entstehen. Das kennst du ja. Also dieses ganze Geblubber, was man schon mal so im See hat. Ja. So, René fährt wieder unser Versuchsobjekt an. Müssten wir gleich ankommen. Na, mal gucken. Da kommen sie. Ganz deutlich. Super toll. Ins Bild. Sehr perfekt. Schöne Sichel. Ja, perfekt. Man sieht unten den Fisch und darüber die beiden Bälle. Ja. Wirklich deutlich zu erkennen. Ja. Also ich finde sehr imposant hier im Übrigen im Downscan-Bild. Diese hellen Sicheln in dem Downscan-Bild. Man könnte jetzt die Farbe verändern. Die ist ja wieder auf beige in der Grundeinstellung. Wir haben es ja im automatischen Modus gelassen. Also quasi so, wie es out of the box kommt. Wenn wir da einen blauen Hintergrund machen, das Ganze dunkler, dann leuchten die einen richtig an. Schön, super. Im Übrigen recht interessant. Lowrance hat eine sogenannte Trackback-Funktion. Sprich, ich habe jetzt hier einfach das Display angetippt und das Bild angehalten. Der läuft jetzt im Hintergrund zwar weiter, aber wir brauchen jetzt nicht nochmal abfahren. Ich konnte das alte Bild quasi wieder sichtbar machen, damit wir das fotografieren können. So, Ralf, du hast jetzt ein Simrad in der Hand, sehe ich. Das war mir jetzt unter Echoloten bis jetzt noch nicht wirklich ein Begriff. Sag mal ein bisschen was. Ja, Simrad kommt eigentlich aus dem Yachting-Bereich, ist aus dem, von demselben Hersteller wie Lowrance oder aus demselben Hause wie Lowrance. Navico ist der Hauptkonzern. Mhm. Und hier haben wir eine Simrad Go-Serie. Also Go steht einfach für nimm in die Hand und leg los, nicht jetzt für mobil. Ist eine Einstiegsgeschichte und man kann es eigentlich als Pendant zu dem Lowrance Elite TI sehen. Also das ist so eine Preiskategorie und eine Geräteschiene. Auch hier haben wir ein 7 Zoll Gerät genommen und wie du siehst, auch mit Touchscreen, er startet, ist mit Touchscreen und er startet ähnlich wie es Lowrance. Es will die Sprache wissen. Damit übergebe ich es jetzt wieder an dich. Du machst die erste Einstellung. Sie ist ein bisschen anders als bei Lowrance, aber ich bin ja dabei, um dir du führst mich dann dadurch. Ja. So, auch hier hast du im Startbildschirm quasi beim ersten Anschalten die Auswahl der Sprache. Da fängst du jetzt mal mit an. Nimm mal wieder genau. deine Variable Deutsch. Genau. Ja. So, der macht jetzt auch wieder einen Neustart. Das ist wirklich ähnlich zu dem Lowrance. Absolut eben, ne? Ähnlich, ja. Der schreibt jetzt quasi innerlich, stellt er alles auf Deutsch um, damit das gesamte Menü dann auf Deutsch funktioniert. Das bestätige ich genau. Einfach mal. Jetzt kommt wieder Konfigurieren. Das wähle ich dann mal aus, wie, genau. Wie wir es eben hatten. Und jetzt hast du einen Unterschied beim Simrad, der fragt dich, welcher Geber da dran ist. Und hier haben wir einen Total Scan MH. Das ist ein Totalscan-Geber, der halt alles kann. Und dann Medium High Chirp. Aber der ist angeschlossen. Den bestätigen wir jetzt und das Ganze dann mit fertig. Jetzt müssen wir einen Moment warten. Jetzt kommt wieder die Datenquellen-Config. Und da sagst du Start. Bestätige und drück auf Start. Und jetzt sehen wir einen ganz kleinen Unterschied zum Lowrance. Das Lowrance hat es intern gemacht. Der zeigt, was er tut. Der geht halt durch die einzelnen Sektionen und das kann man sich vorstellen wie eine Grafikkarte am PC zum Beispiel. Damit der PC erkennt, mit welcher Grafikkarte er arbeitet, muss er ja einen Bezug zu wissen und den richtigen Treiber haben. Und das macht er jetzt intern quasi auch. Der sagt jetzt hier Tiefendaten davon holen, Positionen davon holen und so weiter. Okay, das lädt er jetzt einfach alles. Genau, dann weiß er selber, das macht er auch. So, und jetzt ist er fertig, durchgeführt, jetzt können wir schließen. Jetzt sehen wir, er hat unsere Position gefunden, wir haben den GPS-Eintrag. So, und es ist aber eins anders, wir haben zum Beispiel überhaupt keine Tasten mehr, um jetzt auf diese Menüauswahl zu gehen, können wir hier oben über eine Home-Taste gehen jetzt quasi und jetzt siehst du, hier fehlt uns zum Beispiel die Zusammenstellung zwischen Downscan und dem, oder Downscan und dem normalen 2D, dafür drücke ich mal Plus, jetzt ziehe ich mir das, ja, ich will zwar nicht das Bild verdecken, ich ziehe mir das Echo da rein, ich ziehe mir Struktur da rein. Ist auch relativ einfach gehandhabt, wenn man das dann so selbst konfiguriert. Genau, Drag and Drop funktioniert wunderbar. Jetzt gehe ich auf Speichern. Ja. So, und jetzt haben wir allerdings wieder eine Besonderheit. Wir können ja, wie gerade auch, hier diese Fenster aktivieren, wenn man sie antippt. Also einmal möchte ich natürlich hier jetzt keinen Sidescan nutzen, sondern nach unten schauen. Aber jetzt müssen wir gleich noch was machen. Denn wie man sieht, sehen wir hier quasi gar nichts. Und woran liegt das? Denn das Gerät steht jetzt auf Medium Chirp und die können jetzt nicht Chirp-Funktion gleichzeitig mit Downscan. Dafür schalten wir einfach hier die Frequenz, wie bei den anderen Geräten gerade auch, auf die 200 kHz um und dann wird da parallel quasi funktionieren. Das ist dann kein Problem und wie man jetzt sieht, verändert sich auch schon das Bild. Ja, wir haben jetzt nicht mehr diese langgezogenen Streifen, sondern jetzt haben wir ein reelles Downscan-Bild. Wesentlich detaillierter auf jeden Fall. Ja klar, weil er einfach nicht chirpen kann gleichzeitig mit dem anderen. So, Menü kannst du versuchen, wenn du so wie gerade rausschieben, ja,
So, na, versucht kann ich ja mal versuchen von hier. So, jetzt ist das Menü weg, aber wie du siehst, haben wir hier so eine Instrumentenanzeige quasi. Und um die ausblenden zu können, das geht auch, einfach nur ganz kurz Power drücken, die Instrumentenanzeige raus und siehe da, wir haben das volle Bild. Wer es möchte, kann es drin lassen, wer es nicht möchte, kann es rausschalten. Jetzt geht es auch schon Richtung Versuchsobjekt. Da sehen wir im Downscan auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und auch im ganz normalen 2D. Ja, wir haben deutliche Sicheln, richtig schön Farbabstufungen drin zu erkennen. Also Orange ist ein starkes Rückecho, also die Bälle geben mehr Rückecho als der Gummifisch mit dem Schwimmkörper. Und da haben wir natürlich auch im Rechten auch wieder die Fisch-Reveal-Anzeige, wo die quasi im Downscan-Bild leuchten. Ja, wir haben jetzt das Hummingbird, die größere Version. Als nächstes Hummingbird Helix 7, also 7 Zoll. 7 steht für die Zollgröße vom Bildschirm. Hier ist es ein G2 SI. Also das ist auch mit Side-Imaging, aber wir werden natürlich nach wie vor nur den Down-Imaging nutzen, damit wir halt auch nur runter gucken. Gerät möchte die Sprache wissen, damit fängst du ja wieder an. Das machst du, da bin ich raus. Wie immer. Ja, genau. Alles klar. Ja, wie eben stelle ich jetzt einfach mal die Sprache ein. Gehst nach rechts, genau. Jetzt Deutsch, bestätige das mit Exit. Richtig. So, und jetzt schon alles voreingestellt. Ja, da ist jetzt Side-Imaging. So, und du gehst jetzt quasi über die View-Taste. View. Auf. Genau. Jetzt sind wir da schon. Jetzt sind wir im 2D und im Down-Imaging. Und der René fährt jetzt wieder unsere Bälle an. Jetzt waren wir ein bisschen weiter weg, aber sind gleich da. Sind dann unsere Sicheln. Genau. Ja, deutlich zu erkennen. Mhm. Jetzt kommt das Plateau. Das war jetzt im Down-Imaging nicht ganz so optimal getroffen, aber die Sicheln, glaube ich, hat man gesehen. Ja, die waren eindeutig. Ja, wir haben wieder ein Lawrence-Gerät, sehe ich. Hook 2 diesmal wieder, Hook also 2. Sprich aus der neueren Serie der Hook-Modelle, Hook 2. Und hier haben wir diesmal ein Hook 2 7 ohne ein X. Also vorhin schon erklärt bei der 5er Serie X, sie haben nur GPS. Dieser hat auch einen Kartenplotter drin, den brauchen wir jetzt natürlich nicht. So, und hier steht jetzt nicht HDI, sondern TS. Und das ist der Triple-Shot-Geber, der auch Sidescan kann. Ah. Nutzen wir zwar nicht, aber in der Version beim TS ist er halt bei. Es wäre es möglich, genau. So, und du darfst Select wieder... Select your language. Genau, damit darfst du jetzt beginnen, das machst du wieder. Das mache ich mal direkt. Genau. So, jetzt musst du hier übers Rädchen natürlich du hast jetzt keinen Touchscreen, du gehst halt hier übers Rädchen hoch, da haben wir Deutsch, bestätigst mit Enter, da war dein Daumen schon fast richtig. Da? Genau, ja. So, und jetzt kannst du auf Ja gehen und wieder bestätigen, genau. Neustart. Das kennen wir ja schon von Lawrence. Das kennen wir, ja, aber die sind halt sehr gründlich im Hintergrund des Programmes. So, bestätigen, wieder. Enter. So, und jetzt wolltest du ja auch deine Einheiten wieder verändern. Du hast hier jetzt Knoten, Fuß und Wassertemperatur 88,7, also ja, Grad Fahreneinheit. Genau. Dafür drückst du ganz kurz einmal die Power-Taste und hast jetzt hier die Einstellungen. Da gehst du wieder auf Enter. So, und da kannst du dann, jetzt bist du schon einen runtergerauscht hier im System, kannst du die Sprache hatten wir jetzt und dann, da unten hast du die Einheit. Gehe ich mal direkt auf. Sprache haben wir schon gemacht, genau. Einheiten. Enter. Distanz, so, nautische Distanz Meilen. Kannst du zum Beispiel jetzt auf Kilometer verändern. Brauchst du mit Enter bestätigen. Genau. Und dann Kilometer. Kleinste Distanz Meter, da drückst du auch mal im Enter. Speed. Tiefe. Ja, Knoten kannst du nicht lassen, aber mach mal Speed, mach nochmal. Die Tiefe mach nochmal in Meter bitte. Farben auch gut. Nee, das brauchen wir nicht. So, Temperatur wollen wir ja noch in. Temperatur wollen wir noch anpassen. Genau. Da nach oben bestätigen. Richtig. Und jetzt gehst du übers Kreuz raus. Ne, übers Kreuz. Ach, wo? Ach da, ja.
Drinne genau. Gibt's im Michigan. So, jetzt hast du ja wieder dein, wir haben jetzt wieder unser, wir sind in der Nähe von Paderborn, wie wir sehen, auf dem Lippesee. So, und hier haben wir jetzt bei den Geräten wieder die Pages-Taste. So, wodurch wir jetzt wieder verschiedene Auswahlfenster treffen können. Einmal haben wir hier Sonar, wir haben Struktur. Aber wie du siehst, haben wir auch da kein Bild, was zusammenpasst, wie wir es gerade brauchen. Dafür gehst du einfach hier unten drauf. Bestätigst mit Enter. Hinzufügen. So, und jetzt können wir hier zum Beispiel. Augenblick. Genau. Ah, sorry, ich habe den blauen Rahmen nicht gesehen. So, na. Yeah. Enter. So, einen tiefer. Dann gehen wir ins Downscan. Enter. Jetzt haben wir wieder die Aufteilung. Ja? So, und jetzt können wir hier ganz runter gehen in die untere Zeile auf Speichern. Drücken Enter. Und dann haben wir unser Bild. Dann wird uns das wieder angezeigt. Genau. Ich konnte gerade nur den blauen Rahmen nicht richtig erkennen. Deswegen war ich. Ja, der war ein bisschen am Spiegeln, aber. Jetzt haben wir wieder die gewohnte Ansicht, wie wir das bisher auch bei... René fährt jetzt wieder auf unsere drei Bälle zu. Wir sind auch schon recht dicht dabei. Das dürfte gleich losgehen. Die Kante haben wir schon drauf. Da sind sie. Sowohl der Fisch als auch die beiden Bälle. Alle drei, perfekt. Drüber werden alle uns drei auch angezeigt. Du siehst aber auch den hier. Unterschied. Da sind jetzt keine farbigen Sicheln drin, denn diese Fisch-Reveal-Anzeige kann die Hook 2-Serie nicht. Hm? Jetzt kommt noch die Plattform. Ja, die Plattform sieht genau. Man ja auch. Da ist er jetzt anders dran vorbeigefahren als gerade, aber man sieht sie auch. Aber deutlich zu erkennen, die Sicheln und die Flecken im Downscan. Ja, wir haben jetzt das letzte Gerät in der Hand. Der 7-Zoll-Serie. Der 7-Zoll-Serie, ja, auf jeden Fall. Jetzt ist das ein Echo Map Plus von Garmin. 7 Zoll, wie gesagt, gerade schon gesagt. Und ja, wir fangen jetzt wieder bei Null an. Ich glaube, genau. In der Bildschirm vorne möchte schon wieder, dass ich das übernehme. Du übernimmst das jetzt wieder. Und dann werden wir unsere Bälle wieder überfahren. Schauen wir mal. Alles klar, dann. Ja, Timo, du hast jetzt hier ein Bildschirm, was auch so ein bisschen kombiniert ist. Du hast Tasten, aber auch Touchscreen. Und einfacher geht es natürlich, wie man es heute gewohnt ist, vom Smartphone mit dem Touchscreen. Ja, dann stell dir die Sprache ein und lese los, würde ich sagen. Wie gewohnt wähle ich mir Deutsch aus. Deutsch. So, Vorführbetrieb ja, aus wahrscheinlich. Genau, du möchtest ja nicht vorführen, sondern genau. Ja nutzen. Schiffstyp, fragt er jetzt ab. Ja, segeln tun wir nicht. Motorboot, maximale Tiefe, nehme ich mal sonstige wahrscheinlich, oder? Ja, wir nehmen 0,5, das passt schon. Flachwasseralarm nein. Durchfahrtshöhe. Ist egal, macht 3 Meter, was? Reicht, wir sind nicht so groß. Kollisionsalarmbereich. Weil wir kein Radar etc. dran haben, wir machen jetzt 105, so. Bis eine Minute, fertig. So. Genau. Und Kombination sehe ich schon direkt. Genau, du siehst jetzt halt wieder das Hauptauswahlfenster. Hier zum Beispiel auch interessant von Garmin, die Active Captain App. Das hat jetzt nichts mit dem Test zu tun, aber auch das ist integriert worden in die neuen Geräte. Ja, Kombination. So, und jetzt müssen wir gucken. Welches das Richtige ist? Haben wir eine Kombination, wie wir sie gerade brauchen? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Dann anpassen, würde ich sagen. Genau. So, hinzufügen. Richtig. So, erstmal möchten wir einen zweigeteilten Bildschirm. Nehmen wir den. Genau, so. Den klicke ich mal wahrscheinlich so auf, ne? Da packe ich das Echolot rein. Richtig. Traditionell. Genau. So, so das sieht schon mal gut aus. In leer. Wieder Echolot. Echolot. So, und da haben wir jetzt die Clearview. Clearview. Und zack. Und siehe da, das Ganze hat sich doch gut und einfach selbst erklärt. Du hast es doch wirklich das erste Mal jetzt in den Fingern. Das stimmt, aber es hat sich wirklich selbst erklärt. Jetzt muss ich wahrscheinlich mit fertig. Ja, klar. Fertig, das bestätigen. Genau, du könntest jetzt eine Kombination benennen. Die lassen wir einfach bei Kombination einfach so stehen, 6. Fertig, fertig. So, zack. So. Und jetzt haben wir es im Endeffekt so drin, wie wir es schlussendlich brauchen. Jetzt geht es wieder Richtung Bälle. Ja. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen was los. Na, Fische, die haben sich ja hier wirklich postiert jetzt. Da sieht man sie aber. Genau. Da. Und auch hier. Drei, direkt an der Kante und perfekt im Clearview zu erkennen. Ja. Jetzt kommt die Plattform noch. Ja, und davor haben sich tatsächlich dann offensichtlich ein paar Fische gesammelt. Ja, ne? Da haben sich die ganze Zeit schon versammelt hier, die Müder. Ja. Also, auch also da hat man alles gesehen. Optimal auf jeden Fall. Und die Handhabung war wirklich einfach. Selbsterklärend einfach. Total. Ne? Selbsterklärend einfach, ja, absolut.
Ja, jetzt haben wir unsere 7 Zoll Modelle auch durchgetestet. Wie du ja gesehen hast, ist die Anzeige doch oft sehr differenziert von den kleineren. Absolut. Vor allem haben wir eine größere Anzeigefläche. Das kommt natürlich beim Sidescan und so noch mehr zu tragen, als wir es jetzt hatten. Aber ich glaube, man konnte doch deutlich sehen, dass die 7 Zoll Modelle wirklich in der Anzeige, in den Bildpunkten her, von den Bildpunkten her ein bisschen besser werden, schärfer werden. Wir hatten ganz tolle Bilder dabei. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade durch die Größe ist einfach auch einfacher wahrzunehmen und genau, sich einfacher zu orientieren. Zum Beispiel diese 3 Kugeln übereinander, wie er gesehen hat, ganz deutlich, wirklich teilweise erstklassig drauf. Und ja, wir werden den Test natürlich noch weiterführen mit Großgeräten. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das machen wir nicht mehr heute, weil der hier oben, der reicht mir. Also wir haben eine Wassertemperatur, die hat langsam karibische Verhältnisse, glaube ich. 27 Grad fast. Die mögen die Süßwasserfische auch nicht mehr so ganz, glaube ich. Aber wir werden jetzt für heute Feierabend machen. Wir werden ins Büro gehen. Du wirst schon mal deine Teile vorbereiten. Alles ist im Kasten. Und dann sehen wir uns zum Test der Großgeräte wieder. Da machen wir genau an derselben Stelle mit dem gleichen Ding weiter. Freue mich. Ich danke dir erstmal, dass du hier warst. Ja. Bei der Hitze muss man noch mal eins eben sagen. Thomas, du hältst mit der Kamera drauf. Dreh mal nach hinten, denn der Bursche, der hat heute noch ein viel größeres Dankeschön verdient. Auf jeden Fall. Denn er hat das Boot perfekt immer über die gleiche Stelle gefahren und du hast nur in der Sonne gesessen. Denn nein. Wir haben einen kleinen Sonnenschirm, den du uns spendiert hast, Uwe. Und ja, auch dir vielen Dank. Besten Dank auf jeden Fall auch. Und wir sagen erstmal Tschüss und dann geht's weiter mit den Großgeräten. Ich bin gespannt und freue mich auf jeden Fall. Super. Danke.